Wenn du dich selbstständig machen willst im Nebenerwerb oder du hast nur geringe Umsätze, dann macht es für dich Sinn, im Rahmen deiner steuerlichen Anmeldung auch darüber nachzudenken, dich als Kleinunternehmer anzumelden. Und hier gibt es eine gute Nachricht, denn die Bemessungsgrenze wurde am 1. Januar 2020 nach oben gesetzt. Und was das genau für dich bedeutet und wie du vorgehst, werde ich dir in diesem Video zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Berater und Coach, sondern selbst auch Unternehmer seit über 20 Jahren. Und da kenne ich mich recht gut aus der eigenen Erfahrung aus. Selbst die Umsatzsteuermeldung vorzubereiten und auch die Entscheidung zu treffen, macht es Sinn, für ein neues Projekt auf Kleinunternehmerregelung zu optieren oder ganz normal ein regelbesteuertes Unternehmen anzumelden. Kommen wir nun zu dem Punkt, der sich geändert hat. Bisher war das so, also bis zum 31.12.2019, dass nur der sich als Kleinunternehmer anmelden konnte, der ein neues Unternehmen startet und davon ausgeht, dass er weniger als 22.000 Euro Umsatz haben wird. Wenn natürlich die Anmeldung im Juli beispielsweise geschieht, dann gilt natürlich nur die Hälfte des Betrags, also 11.000 Euro, muss dann hochgerechnet werden auf das gesamte Jahr. Die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz kann aber auch nur dann weiterhin aufrechterhalten werden, wenn du im letzten Jahr die 22.000 Euro nicht überschritten hast, aber dann im Folgejahr die 50.000 Euro auch nicht überschreiten wirst. Aber was passiert nun, wenn du die 50.000 Euro tatsächlich überschritten hast? Wieder deiner Prognose. Du hast im letzten Jahr 20.000 Euro Umsatz gemacht und gehst davon aus, dass du in diesem Jahr vielleicht 30.000 oder 40.000 Euro Umsatz machst, hast aber tatsächlich 60.000 Euro gemacht. In diesem Fall brauchst du keine Angst haben, dass du rückwärts alle Rechnungen und Belege und Zahlungen ändern musst. Denn dann wird einfach für das kommende Jahr bei dir die Regelbesteuerung angewendet. Das bedeutet, dass für dieses Jahr, wo du die 50.000 Euro Umsatz überschritten hast, keine Änderung deiner Belege und keine Änderung deiner Umsatzsteuermeldung erforderlich wird. Du hast also in diesem gesamten Jahr alle Belege ohne Umsatzsteuer gestellt und konntest dir auf der anderen Seite auch die Vorsteuer nicht ziehen. Du machst auch keine monatliche oder quartalsmäßige Meldung, sondern ganz normal deine abschließende Jahresmeldung, wo du keine Umsatzsteuer eingenommen hast. Und wenn du die 50.000 Euro an Umsatz überschritten hast, dann bist du verpflichtet, im nächsten Jahr dann auch zur Regelbesteuerung zu wechseln. Das bedeutet, dass du zwar weiterhin deine Nettopreise in Rechnung stellst, aber verpflichtet bist, den Umsatzsteuersatz von 7 oder 19% raufzuschlagen. Aus der Sicht deiner Kunden wird sich nun eine Preiserhöhung abbilden. Aus der Sicht deiner Gewerbekunden, die also deine Umsatzsteuer wieder als Vorsteuer absetzen oder verrechnen können, bleiben die Nettopreise gleich. Und da ist auch schon die Frage, ob es überhaupt für dich sinnvoll ist, als Gründer auf die Kleinunternehmerregelung zu setzen. Denn wenn du nur Unternehmenskunden hast, also nur Geschäftskunden hast, dann kriegen die sowieso deine Rechnung und sehen den Nettopreis für sich als tatsächliche Ausgabe. Denn die Umsatzsteuer, die du in Rechnung stellst, ist aus deren Sicht die Vorsteuer. Und die ziehen sie sich entweder vom Finanzamt zurück oder verrechnen sie mit deren Umsatzsteuereinnahmen. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen dieser Kleinunternehmerregelung nach § 19. Denn tatsächlich ist es zunächst für dich leichter, dass du monatlich nicht an das Finanzamt melden musst. Du musst also keine monatlichen oder quartalsmäßigen Umsatzsteuervoranmeldungen machen, wohl aber eine Jahresabschlussmeldung. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass du deinen Kunden, zumindest wenn du B2C, also Privatkunden hast, Endverbraucher hast, niedrige Preise anbieten kannst. Du kannst also am Markt herantreten und bis zum Umsatz von 22.000 Euro geringe Preise machen. Aber der Nachteil ist, der schon so manchen E-Commercer auf den Fuß gefallen ist, dass du nach Überschreitung dieser Schwelle von 22.000 oder prognostiziert 50.000 gezwungen bist, deine Preise zu erhöhen. Denn auf einmal wirst du die gleichen Produkte über den Webshop 19% teurer verkaufen müssen. Und ein weiterer großer Nachteil ist, dass du auf fast alle Anfangsinvestitionen, die du hast, egal ob du einen Laptop kaufst, ob du eine Agentur beauftragst, deine Webseite aufzusetzen, ob du die Fotos machen lässt oder ob du deine Waren einkaufst, überall auf diesen Leistungen und Produkten sind Umsatzsteuern ebenfalls draufgeschlagen. Die stellen für dich die Vorsteuer dar. Und diese Vorsteuer kannst du dir eben nicht vom Finanzamt erstatten lassen oder mit Umsatzsteuer verrechnen.
Und wenn du Anfangsinvestitionen hast von 10, 50 oder 100.000, dann gehen bei einer Summe von 100.000 Euro dir insgesamt 19.000 Euro Vorsteuern verloren. Die hast du zwar bezahlt, aber bekommst du nicht zurück. Also wenn du nur private Endverbraucher hast und deine Umsätze niedrig sind, du keine Investition hast und auch die Wareneinsätze relativ gering sind, dann macht es mit Sicherheit Sinn für dich, die Kleinunternehmerregelung zu beantragen. Und die gute Nachricht ist, du kannst jedes Jahr wechseln in die Regelbesteuerung. Nur umgekehrt geht der Weg eben nicht jedes Jahr. Wenn du also als Regelbesteuerter startest, dann musst du in der Regel 5 Jahre warten, bevor du wieder in die Kleinunternehmerregelung wechseln kannst. Und nun noch ein paar Tipps, wie du am besten für dich die beste Entscheidung triffst. Und zwar erstelle einfach einen Finanzplan. Stelle dort alle Anfangsinvestitionen, alle Ausgaben dar, die du hast. Stelle als nächstes deine Umsätze dar und auch die verbundenen Wareneinsatzkosten oder Fremdkosten. Und dann rechne einfach aus, was für dich tatsächlich unterm Strich besser ist. Und beachte auch, wie der Wechsel dann geschehen wird, wenn du dann tatsächlich später nach Überschreitung der Umsatzgrenzen gezwungen bist, in die Regelbesteuerung zu wechseln. Werden dann deine Kunden bei dir noch bleiben oder bist du dann mit deinen Preisen nicht mehr wettbewerbsfähig? Und die gute Nachricht ist, wenn du bei diesen Entscheidungen oder bei der Erstellung der Finanzplan Unterstützung brauchst, dann gibt es sogar Förderprogramme, die für junge Gründer oder in der Vorgründungsphase oder in schwierigen Phasen eine Förderung der Beratungskosten von 50, 80, sogar bis 100% übernehmen. Deshalb lade ich dich jetzt ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du gleich unter dem Video und denk dran, unser Video zu liken, es zu teilen und den Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.